Servus Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Persona 3 Reload. Wir sind mitten im letzten Kapitel, muss man sagen. Wir haben in der letzten Folge schon mehrere dieser Wächter besiegt. Sind schon, ich weiß nicht, es fehlen nur noch 3 Stück oder sowas. Ich habe aber vor, jetzt gleich wieder in den Tartarus zu gehen. Wir haben ja das letzte Mal Tartarus gemacht und dann haben wir noch ein bisschen, ja, versucht, Social Links zu machen. Aber es war nichts los, weil noch Winterferien sind und es ist auch nicht mehr so viel los. Ich hoffe, wir können da noch ein paar Social Links maximieren, aber ich glaube, wir schaffen nicht alle. Wir versuchen halt, was wir können. Ich gehe aber, wie gesagt, jetzt erstmal in Tartarus. Wir schauen, dass wir vielleicht sogar bis zur Grenze jetzt kommen. Wird witzig. Und ja, dann geht die Schule ja wieder weiter und dann können wir vielleicht noch mit dem einen oder anderen aufsteigen. Legen wir los, Leute. Auf geht's. Los, Leute, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ebene 247. Okay, da geht's weiter. Aha, wir haben hier so ein Ding. Ja, den will ich machen. Haben wir eine Theorie voll? Ich hau einfach rein. Bitte, volle Kraft. Danke. Oh, der Reaper kommt. Sollen wir mal den Reaper versuchen? Ich glaube, der macht uns platt. Ich weiß nicht, ob wir ihn schaffen. Vielleicht sterben wir sonst. Aber egal, komm. Shit, wir sind im Vorteil, mal sehen. Das würde ihn aber nicht umhauen, denke ich. Kritisch trifft das ja sowieso nicht. Ja, das macht wenig Schaden, ehrlich gesagt. Meine Güte, nur 302, Alter. Was ist mit dir los, Alter? Was hast du für Widerstände, Alter Schwede? Vielleicht treffen wir mal kritisch mit Glück. Zurzeit noch nicht. Kommt erstmal Dunkelheitsattacke auf den, natürlich. Er hat nicht getroffen. Der Hitzeanstieg ist gefährlich. Aha, er nimmt uns unsere Buffs weg, aber die kann ich mir gleich wiedergeben. Hä, er macht 3 Aktionen hintereinander? Du kannst mir nicht wehtun. Wir haben Widerstand, er macht 180 Schaden. Ja. Wir waffen uns wieder. Wir machen auch wenig Schaden, ey. Was ist denn das? Tentarafo. Oh, das ist irgendwas mit Verwirrung. 2 wurden verwirrt. Muss man Mepatra benutzen. Aha, nicht getroffen. Der ist schon tough. Also ob wir den schaffen, Alter. Unwahrscheinlich. Wir bräuchten irgendwie Glück. 2-3 Mal oder so. Aber wir haben gar kein Glück. Der hält so viel aus. Was bist du für ein Monster? Boah, ist das gemein, wie viel Schaden der macht. Ach so, er kann ja überleben. Ne? Ich dachte, warum stirbt er jetzt nicht? Kaiser! Nicht einmal treffen wir kritisch. Dieser Typ ist ja viel zu hart. Tja, wenn das jetzt nicht einschlägt, schlägt auch gar nichts ein bei dem. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden es ist. Es ist krank. Und er wird auch nicht kritisch getroffen. Haben wir keine Chance. Das war ein Fehler. Wir müssen flüchten. Dieser Typ ist zu hart. Also beeil dich mal, Fuka, dass wir fliehen können. Ja, wir sind geflohen. Das ist völlig verrückt. Den Typen kann ich nicht machen. Ich meine, ich sehe das schon als Erfolg, dass wir noch entkommen konnten, ey. Der Reaper folgt uns. Wir müssen weg hier. Ich spüre eine sehr große Bedrohung auf der nächsten Ebene. 2 Kämpfe nacheinander, vielleicht mehr. Oh, das ist hart. Das ist der erste. So, es geht los, Leute. Eigentlich könnten wir... Naja, der Typ schaut auch aus wie so ein Hohepriester, nicht wahr? Also, mal eine Dunkelheitsattacke gleich. Leg los, Koromaru! Wir dürfen nur nicht alle Theorien gleich am Anfang verbrauchen. Wenn es mehrere Kämpfe ineinander sind, macht es nicht so viel Sinn. Ich probiere es jetzt mal. Es heilt ihn auf. Okay, lassen wir das mal. Oh, die Attacke ist heftig. Shit. Abwehr runter. Aber unseren Angriff hättest du vielleicht verringern sollen. Thanatos! Nee. Reicht leider noch nicht. Yes! Das war's für ihn. Sauber, Koromaru. Tja, damit hätten wir den ersten besiegt. Wie viele Erfahrungspunkte wird es geben? Bin mal gespannt. Nicht so viele, oder? Nur 76.000 haben wir ja schon mehr gehabt. Ja, wir hören dich, Yukari. Ja, es sind ein paar Gegner noch. Ja, wir sind damit Stufe 8. Ne? Wenn es noch 2 Gegner sind, dann sind wir Stufe 10 gleich. Hä? Wird das jetzt passieren?
auf ein neues. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ja, am besten, wir fangen einfach mal an. Aha. Mach ich den Elektroansturm, würde ich mal sagen. Geh ab, Akiko. Also Blitz mögen sie einfach, aber bei einer Theorie können sie auch nichts dagegen tun. Jetzt kommt der Nächste. Okay, zwei wurden erwischt. Richtig dumm. Ich hoffe nicht, dass sie das reflektieren, sonst könnte ich jetzt tot sein. Nö, das tun sie nicht gut. Naja, ich greife mal den hier an. Die sind schon ziemlich tough. Wir müssen aufpassen. Es könnte jederzeit irgendein Shit kommen. Das grausige Geheul hat Koromaru-chan gekillt. Oh mein Gott. Oh, das kann easy ausgehen, wenn wir Pech haben. Ich wurde kritisch getroffen, obwohl ich die beste Person eigentlich drauf habe, die man haben kann. Na, ich kann es euch gleich mal zeigen. Wir haben nämlich Thanatos. Und schaut mal, der hat überall Widerstände. Ich wurde trotzdem kritisch getroffen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, wenigstens greifst du trotz Furcht an, das ist gut. Aber kritisch treffen wir trotzdem nicht, egal was wir tun. Jetzt kommt wieder diese Todesattacke. Zwei tot. Es ist echt gemein, ey. Er macht Blitzattacken. Und er wurde natürlich sofort geschockt. Ey, was ist denn das? Bestimmt trifft er kritisch. Na ja, klar, oder? Das kann nicht sein, oder? Ja gut, ich meine, Blitz gegen Akiko ist natürlich Schwachsinn, unser Glück diesmal. Aber ist doch der Hammer, oder? Also der eine stirbt jetzt mal, das ist gut. Dann ist mal einer weniger da. Wir treffen kein einziges Mal kritisch. Ja, analysier mal. Haben die überhaupt eine Schwäche? Natürlich nicht. Komme ich auf den Gedanken, sie hätten eine Schwäche? Bin ich bescheuert oder was? Persona. Endlich kritisch getroffen. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten. Wieso haben wir nur so wenig Schaden gemacht? Das geht ja. Komm schon, kill ihn. Kill ihn, damit wir endlich weg können. Ja! Wie viele Erfahrungspunkte? Der war schon ein bisschen tougher, ey. Besser gesagt, das war der zweite. Weniger als wir schon bekommen haben, aber Level up. Geil. Ja, jetzt ist nur noch einer übrig. Ja, cool. Tja, weil Mut hat man nur, wenn es auch Angst gibt. Sonst gibt es keinen Mut. Jemand, der keine Angst hat, ist nicht mutig in dem Sinne. Das finde ich ziemlich gut. Das heißt, Mut ist, wenn man etwas tut, obwohl man Angst hat. Nicht wahr? Aufstieg! Yes! So, was haben wir denn hier? Perlenkette, das ist geil. Das füllt komplett alle TP von allen Mitgliedern. Das habe ich, glaube ich, schon 10 Mal oder so. Richtig geil. Also gut, ey, der wird bestimmt nicht leicht. Mal sehen, wie es läuft. Hoffentlich schaffen wir das. Ich habe eine Theorie und zwar von unserem Protagonisten. Okay, die könnte auch kritisch treffen. Wir müssen halt jetzt rausfinden, was abgeht. Wahrscheinlich sollten wir zu diesem Fight auch buffen. Sicher ist sicher. Er fängt gleich mit so einem scheiß Beeinflussungskack an. Das gibt's nicht und es wurden einfach alle erwischt. Das kann man nicht glauben, oder? Und damit macht er unsere Theorie auch kaputt, weil ich kann jetzt, selbst wenn ich kritisch treffe, nur alleine den Großangriff machen, was mir natürlich nichts bringt. Ich probiere mal ein bisschen rum. Dunkelheitsattacken, wenn er sie blockt, schaden mir auch nichts, also von daher, er blockt sie auch. Kann man das gerne mal probieren. Akasha-Künste ist richtig übel, kann uns auch killen, wenn wir Pech haben. Er hat Gott sei Dank kaum getroffen. Probieren wir Licht, aber ich glaube, das bringt dann auch nicht so viel, ne? Okay, die macht wenigstens Schaden. Blitz! Blockt er. Also unglaublich, oder? Na gut, jetzt können wir aber wenigstens das hier machen. Vielleicht trifft es ja kritisch. Tut es ja häufig. Schauen wir mal. Nee, diesmal aber nicht. Und nur 779, der hält sehr viel aus. Ich analysiere mal, aber ich glaube, er hat keine Schwächen. Natürlich nicht. Eis würde ihn sogar ein bisschen healen. Und der normale Schlag wird zurückgeworfen. Das heißt, what the shit, es ist sau schwer, ihn überhaupt kritisch zu treffen. Ich habe eine Idee. Das Ding könnte ihn kritisch treffen. Leider nicht, macht aber Schaden. Und gar nicht mal so wenig. Ja, dann buffe ich mal die Gruppe mit Koromaru. Er kann leider nicht viel mehr tun zurzeit. Ah, das hilft wenigstens. Er ist sofort tot. Er wurde einmal erwischt, obwohl unsere Präzision ausweichen erhöht ist.
Moment wurde er kritisch getroffen und aus. Einfach aus. Er verteilt Geld. Wie viel hast du hergegeben? 35.000. Ja, klar, gib's her. Was für ein Arsch. Also wir haben jetzt 3 Züge gebraucht, um uns zu erholen von denen seinen einen Attacke. Das finde ich so krass, finde ich. Ah, übel. Übel. Also wir haben völlig unbrauchbare Charaktere, merke ich gerade, weil, schaut euch das an, egal was ich mache, er kann mit der Faust zuschlagen, ja, repelled. Er kann blitzen, ja, repelled. Mehr kann der gar nicht. Ich kann überhaupt nicht angreifen. Greif an. Vielleicht treffen wir mal kritisch. Ja, wie gut. Der ist noch nicht down, aber das war sehr wichtig. Mal sehen, wie viel Schaden wir gemacht haben. Ja, er hat noch so, weiß nicht, 20% vielleicht. Oh, geil, wir haben den Elektroansturm. Los geht's. Das macht nochmal guten Schaden. Das dürfte es fast gewesen sein. Vielleicht ist es das auch. Yes, geil. Wir haben ihn. Das gab viel. 129.000 Level up, Stufe 83. Fette Geschichte. So, wir haben es geschafft. Jawohl, das war der letzte. Und nun? Und jetzt nur noch der echte Kampf. So, wir steigen jetzt noch einmal auf. Das ist jetzt Höchststufe schon. Wir haben es schon geschafft. Wie geil. Ja, überspringen wir mal den Text. Der ist ja jetzt nicht so der Bringer. Jo, geil. Stufe 10. Das ging ja echt flott eigentlich, oder? Oh, wir können jetzt Messias, den Erlöser, fusionieren. Müssen wir uns mal angucken, wenn wir unten rauskommen. Butleranzug? Okay, das ist aber auch irgendwie lustig. Das ist wie ein Smoking. Okay, das ist schon geil. Ist schon geil. So, was ist hier noch drin? Soma, auch saugeiles Teil. Okay, hier ist diese Monad-Passage. Und da sind Gegner drin. Also die sind noch härter als die, wir jetzt gemacht haben. Die machen wir jetzt auch nicht. Also das wird jetzt ewig auch dauern. Die sind richtig übel. Also die haben auch natürlich keine Schwächen. Können alle Insta-Kill machen. Es ist so übertrieben. Machen wir am anderen Mal. Aber ich will die Grenzregion mal sehen. Oh, es sieht ein bisschen anders aus hier. Es ist so irgendwie ein bisschen leicht dunkler, nicht wahr? Ja, nein. Wir haben noch so viel Zeit, ne? Also wir haben es wirklich schnell gemacht. Fuka redet ohne Unterlass. Gucken wir uns mal die Grenzregion an. Ja, und erst am 31. geht das hier auf, nicht wahr? Ja. Okay. So Leute, aber es wird Zeit. Gehen wir raus, damit wir noch ein bisschen Social Links und sowas machen können. Okay. Ja, wir sind zurück in der Schule. Letzter Monat. Endlich geht's wieder weiter. Und die Leute reden wieder über so einen Quatsch. Über eine Sekte irgendwie. Wir kriegen gleich eine Frage. Der Mönch IQ. Ich kenne den nicht. Also was ist das denn für eine Frage? Heimatstadt, zweites Leben. Ich tippe mal jenseits. Geht sowieso hier ständig um den Tod, oder? Ja, das stimmt. Anscheinend, ja, ich kann es mir kaum vorstellen, dass es im Januar so schön ist, aber anscheinend ist es im Januar so schön. Okay, was ist eigentlich jetzt hier der Punkt? Warum treffen wir uns überhaupt? Ist das das Thema? Ja, das Ende nähert sich. Das merkt man. So sieht's aus. Ah, wieder die Erwähnung der Sekten. Aha. Wir lassen uns was einfallen, sag ich mal so. Ich meine, ich habe ja auch keine Ahnung, was passieren soll. Aber ich weigere mich halt einfach aufzugeben. Ich glaube, im echten Leben wäre es auch so. Du würdest doch nicht einfach aufgeben, oder? Leute hoffen ja bis zuletzt. Deswegen sagt man es ja auch immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil, auch wenn es eigentlich klar ist, du hoffst irgendwie trotzdem noch. Du bist viel reifer. Noch vor kurzem war doch dein Ausflipper. War der nicht erst vor 2 Wochen der Ausflipper? Nee, du bist noch nicht reifer geworden. Ehrlich, nein. Kein Kommentar, sage ich. Es tut mir leid. Wir müssen ehrlich sein. Das ist wichtig. Nein. Wir müssen ehrlich bleiben. Du bist ein Idiot. Ja, du hast dich auf jeden Fall weiterentwickelt, Yukari. Die war am Anfang ja voll der Angsthase. Mittlerweile ist sie echt tough. Ganz am Anfang waren wir nur zu dritt, ja. Tja, ich auch nicht. Aber ich wusste natürlich, es wird verrückt werden. Nur damit habe ich auch nicht gerechnet. Bringen wir es zu Ende, sage ich. Klingt besser.
Dana? Hä? Moment, Leute. Aegis ist jetzt da als Social Link. Och, scheiße. Ich wollte mich mit Mitsuru doch treffen. Aber wir müssen ja eigentlich jetzt mit ihr wenigstens den Link starten. Ja, machen wir das. Auf geht's. Ist sie jetzt schon so menschlich geworden, dass es jetzt geht? Das ist wahrscheinlich das Ding. Ich weiß nicht, ob das früher auch gegangen wäre. Hat sie das Konzept von Tod verstanden oder ist es was anderes? Ja, warum denn? Ach so, die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen, der dann verstorben ist. Vielleicht hat schon was mit Tod zu tun, halt, ja. Ja. Ach ja. Noch sind wir nicht tot. Ja, das stimmt. Ne, sie sagt, sie handelt ja jetzt schon so nach Emotionen, weil es ja nicht logisch ist. Ne? Stimmt schon. Die Parameter wurden aktualisiert. Okay, cool. Wir steigen auf. Also besser gesagt, wir lernen sie erst kennen. Was ist sie denn überhaupt? Was ist das bitte für ein Zeichen? Sie ist Aeon. Aha, okay. Ja, Stufe 1, wir beginnen erstmal. Aber shit, ich wollte mich mit Mitsuru treffen. Tja, dann morgen. Tja, es ist leider gar nichts los wieder mal. Und deswegen werden wir mit Yukari jetzt abhängen. Und dann kriegen wir wieder irgendwas zu essen. Das stimmt voll und ganz. Und wir kriegen wieder einen Kohlenrahmeintopf. Herrlich. Ja, wir können mit Mitsuru ins Kino gehen. Geil, auf geht's. Ja, ja, ne? Hat sie sich selbst darin gesehen, ne? Was denn? Oh. Ja, du wärst es nicht, ne? Deswegen schaut sie so. Ja, sie ist gerade im Zwiespalt, nicht wahr? Wegzulaufen an so einem Ort. Naja, wer hat das nicht, würde ich mal sagen. Ja, ist bestimmt bei dir ein bisschen schlimmer, ne? Das ist genau der Punkt, ne? Ich finde, sowas tut manchmal gut. Manchmal hilft es sogar wieder, ne? Klar zu denken. Quatsch. Lass ruhig alles raus. So ist er doch. Unser Arataka. Oh, es ist schon vorbei. Okay. Stufenaufstieg. Wir sind schon Stufe 8. Geil. Ey, hier passiert noch was. Rein hypothetisch, dass es jemanden gäbe, an dem ich interessiert wäre. Es ist klar, dass sie uns meint. Nein, es ist nicht falsch. Ja, ja, rein hypothetisch. Es ist deine Entscheidung, sage ich. Und es stimmt ja auch. Krass, hat sie das nie so gesehen? Oh. Oh nein. Am Ende kommt jetzt irgendein... Wer ist das? Irgendwie ist er mir von Anfang an unsympathisch. Eigentlich hat er irgendwo recht, aber irgendwie ist er sehr unsympathisch. Ja. Was ist das für ein Argument? Oh, er nimmt sich sehr wichtig. Ah, sehr unsympathisch. Es ist der Verlobte. Aber gut, vielleicht, wenn er sich weiter so aufführt, verkackt das ja komplett. Hoffen wir mal. Ja, du musst lernen, dich unterzuordnen. Oh. Alter, der geht gegen ihren Vater ab. Na, das ist ja schon krass. Hallo?
Na, wenigstens sagt sie mal was. Hey, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau, das nimmst du zurück. Das war gut. Aber klar, oder? Regen. Oh mein Gott, das ist die alte Leier. Was jetzt? Nee. Was jetzt? Hallo? Du willst doch nicht mit ihm mitgehen. Hä, nach dem, was er jetzt gesagt hat und wie er sich aufgeführt hat. Ja, du tust es dir doch selbst an. Also irgendwie weiß ich nicht, ob du dich bei mir entschuldigen solltest. Oh Mann. Nee, ich sag das, gib nicht nach. Das taugt dir schon, was wir sagen. Aber sie macht's trotzdem. Ja, ich bin halt nicht so ein Arsch wie du, ne? Das Gelaber. Alter. Der gewöhnliche Bürger sollte nicht dieselbe Luft atmen wie sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du solltest darauf achten, mit wem du in Zukunft dich abgibst, alles klar. Aha. Hat das jetzt endgültig verkackt? Ich hoffe. Wobei, das hatten wir gerade schon. Seine Reaktion ist ja... Da sieht man mal, wie Respekt sie vor uns hat. What? Sie hat es einfach gesagt. Huh. Krass. Krass. Sie hat es einfach gesagt. Ja, das, was es heißt, du Dummi. Hm. Sie hat es nochmal gesagt. Ha, wir haben es also, glaube ich, verhindert, oder? Oder besser gesagt, sie hat selbst verhindert. Gott sei Dank, weil wir hätten nicht viel tun können. Ich dachte schon echt, sie sagt halt nix. Krass. G, Opa, und rennt davon. Gibt's doch nicht. Jetzt macht sie große Augen. Ach du Scheiße. Ja, Panne jetzt. Aber mein Gott, ist nicht so schlimm. Oder, naja, sie läuft auch erstmal weg. Ja, auf geht's. Kümmern wir uns mal um die Pflanzen. Auf geht's. Dank der Pflege der Pflanzen hat Aigis nun ein neues Ziel. Echt, ja? Kriegt sie wirklich eine neue Fähigkeit? Ha! Stärkt körperliche Skills. Wie genial. Sie greift ja auch nur körperlich an. Fett. Du das. Ach, wir fangen erst jetzt an. Aha, wen haben wir da? Vielleicht können wir mit ihm aufsteigen. Wir sind Stufe 9. Krass. Werden wir das Ende sehen? Ja, wir kommen uns näher. Dann los geht's, Leute. Die Geschichte ist fertig, okay? Mal hören. Nachdem der Alligator seinen Freund, den Vogel, gefressen hatte, weinte er sehr lange und weinte und weinte. Weinte, meinen die wohl. Er war so traurig, dass er an seinen eigenen Tränen erstickte. Alles klar, Mann. Seine Tränen bildeten einen herrlichen See, okay. Aha! Da wuchsen aber bunte Blumen und Früchte. Ah ja, doch irgendwie noch positiv. Okay. Das war's. Okay, es hat einen positiven Touch. Ja, ja, das stimmt. Was er da sagt. Genau so ist es.
wakatte kureru kai? Ja, natürlich. Ich kapiere es immer noch nicht. Yokatta. Aha, auch er schenkt uns was. Aha, das Notizbuch, wo er die Geschichte reingeschrieben hat. Boku no jinsei no saigo wo wakachi. Karada ga karui. Boku to kimi ga deatta koto. Das ist schön. Also die Story endet leider, naja, wie man befürchtet hat. Aber irgendwie finde ich es cool, dass er jetzt lächeln kann irgendwie. Das finde ich gut. Ich spüre Kamikis Zuneigung. Ja, hat sich vertieft. Das ist die Höchststufe, Leute. Krass, Mann. Ich drück mich da mal durch. So. Ja, Stufe 10 erreicht. Geile Geschichte, ey. Die Sonne. Mal sehen, jetzt kriegen wir auch eine neue Möglichkeit, eine neue Persona. Ashura. Okay. Müssen wir uns mal angucken. Ja, mach's gut, ey. Eines Tages vielleicht? Ja, okay, im Himmel, oder was? Hä? Was? Hallo? Hä? Wer oder was war er? Hä? Ich bin vollkommen verwirrt. Ja, hängen wir mit Amada ab, weil wir kriegen ja wieder einen Kaffee und Kaffee ist geil und füllt die Magic Points auf. Auf geht's. Jatta! Ja, Schwarz musst du ihn trinken. Ausgezeichneter Kaffee. Dankeschön. Ja, Chihiro hat uns eingeladen. Wir können eh nichts tun, habe ich gerade gesehen. Hängen wir mal mit dir mal wieder ab. Nein, du hast uns nicht geschleppt. Alles gut, was ist denn los? Sie schaut so besorgt aus. Es geht immer noch um diese Geschichte mit dem Geld, ne? Ja, das sollten wir auch mal lösen, wenn wir es noch irgendwie schaffen. Ja. Sie war es ja garantiert nicht. Kann ich keine Sekunde glauben. Macht mir nichts aus. Was haben wir schon Neues erfahren? Wir haben nichts Neues über sie erfahren. Sie ist genauso, wie ich sie kenne. Sie ist halt sehr besorgt. Und sie ist eigentlich so ein kleines Küken. Ach, die tut mir irgendwie voll leid. Hey, Mitsuru, hast du dich beruhigt? Können wir einen Tee trinken? Ja, wir können einen Tee trinken. Ja, das stimmt. Dekadenz-Tee. Endlich wieder Schule, ey. Das hat so lange gedauert. Und dann war noch dieser komische Feiertag. Und es ist wieder irgendeine Gerüchteküche. Dann geht's schon wieder um diese komische Sekte. Oh Mann. Mitsuru ist da. Okay. Mal sehen, was jetzt passieren wird. Oh Gott, sie ist ja jetzt schon komisch drauf. Okay. Okay, es ist wichtig. Also gut. Wegen dem Typen letztes Mal? Wahrscheinlich, ne? Naja, mein Gott. Du hast mich glücklich gemacht. Ist echt schnulzig, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir das sagen würden. Ich mach's jetzt mal. Ja, das war goldrichtig. Ja, ich glaube, wir müssen uns halt jetzt wieder entscheiden, Leute. Wie mit Yukari auch, ne? Ob wir nur eine Freundschaft wollen oder nicht. Aber ich habe ja schon am Anfang des Games gesagt, dass ich... Ja... Wenn es möglich wäre... Sie. Das klingt ja so, als wäre sie schon länger verliebt, aber... Das hätte sie niemals gesagt, hätten wir dich den Social Link so aufgebaut. Sie hat's echt gesagt. Das erfordert echt Mut. Das ist nicht leicht. Mitsurus Stimme zittert. Ich sollte meine Worte. Jetzt kommt die Entscheidung. Moment. Ja, das glaube ich. Ja, also ja, natürlich. Das machen wir. Und jetzt? Dankbar. Ist das nicht ein bisschen eigenartig?
Beruhige dich, beruhige dich. Ja, das stimmt wohl, ne? Einseitige Liebe ist echt Pain. Ich spüre Mitsurus tiefe Zuneigung zu mir. Ja, wir sind uns tatsächlich jetzt ganz nahe gekommen. Es scheint ernst zu werden. Ach krass, das schaut euch mal die Sterne an, die sind jetzt Herzen. Witzig. Wir treffen uns also hier zum Essen. Was hat Aegis da gesehen? Die Geburt eines Messias. Was hat es mit dieser Sekte auf sich? Was ist denn los? Oh nein, Messias? Sag mir nicht, das ist jetzt Träger oder sowas. Es ist Träger! Es ist Takaya! Das ist dieser Messias, also? Oh mein Gott. Bald steigt dein Erlöser ab, um diese Fesseln zu sprengen und uns zu erheben. Dieses höhere Wesen heißt nix. Aha. Sie hat mich mit unglaublicher Macht gesegnet. Ah. Ja, ist eine gute Frage. Woher weiß der von nix? Der weiß von nix. Manche verstehen diese Wahrheit nicht. Sie haben dieselbe Macht wie ich erlangt. Der meint uns. Und jetzt schiebt er uns auch noch die Scheiße, die auf der Straße passiert, uns in die Schuhe. Und natürlich, ja, die ganzen Sektanhänger, die glauben das. Wir sind also jetzt die Bösen, ja? Ja, von wem sonst? Weil er viele Follower hat. Aha, Jin hatte wohl schon viele Follower. So hat er schon Reichweite. Okay, welch Zufall. Die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also wie groß musst du da sein halt, aber okay. Fürchtet die Schurken nicht, die Nyx-Gaben besudeln. Alles klar. Die Erlösung vom Leben. Aber glauben die das wirklich, denke ich mir halt? Das können sie ja nicht glauben halt, ja? Weil im Endeffekt, vielleicht wurden sie auch manipuliert durch Jackson nicht. Oder sie wollen nochmal Spaß haben, bevor es vorbei ist. Keine Ahnung. Nach dem Interview sind Sträger anscheinend wieder verschwunden, okay. Im Tartarus? Sind sie vielleicht im Tartarus? Glaube ich nicht, oder? Oder vielleicht schon, wer weiß, was zum Schluss noch kommen wird, ne? Ja. Ja, die Leute haben Angst, klar. Und es ist doch immer so, wenn die Leute Angst haben, dann brauchst du nur jemanden, der dann kommt und der selbstbewusst sagt, ja, so ist es. Und die Leute, ja, ne, und hören auf den, ne? Sehr manipulierbar dann. Ja, es geschieht ja abrupt und unnatürlich. Und vor allem, hallo, erkennt sie keinen Unterschied daran, einen natürlichen Tod oder unnatürlichen Tod zu sterben? Das ist schon bedenklich, Aegis. Ja, der natürliche Tod. Nix ist unser Ziel. Ja, da hat er recht. Ganz einfach. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Ja, wir kommen nicht richtig gut voran. Wir haben eigentlich nur ein paar Tage gemacht, weil ständig irgendwas ist hier mit viel Blabla. Aber gut, das nächste Mal werde ich dann im Tartarus gewesen sein. Ich gehe jetzt off-cam wieder rein, versuche ein bisschen zu grinden, vielleicht noch die ein oder andere Persona zu machen. Ja, und nächstes Mal machen wir dann am 13. weiter und schauen wir mal, dass wir es ein bisschen voranbringen. Mitsuru können wir auf jeden Fall Höchstlevel erreichen, Yukari können wir Höchstlevel erreichen. Probieren wir noch ein paar andere auf Höchstlevel zu erreichen. Vielleicht auch noch Hayase und Aegis, aber es wird sehr schwer alles zu schaffen. Aber ich werde mich ranhalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace out.